Hallo bei Nerdfallmedizin. Heute wieder von der wunderschönen Insel Jüst. Ich bin im Urlaub und ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein Thema, was so ein bisschen zu Strand und zu Sommerurlaub passt. Und deswegen spreche ich heute mit euch über den Ertrinkungsunfall. Eieiei, der Ertrinkungsunfall. Da kommen mir, wenn ich so an mein Studium denke, ganz viele Begriffe in den Sinn. Das ist das trockene Ertrinken, das ist das feuchte Ertrinken, das ist das beinahe Ertrinken, das ist das Süß- und das Salzwasser Ertrinken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen das alles erstmal ein bisschen ordnen. Also was ist ein Ertrinkungsunfall überhaupt? Ein Ertrinkungsunfall ist ein Unfall, bei dem ein Opfer durch Eintauchen in ein flüssiges Medium, meistens natürlich Wasser, primär ein respiratorisches Problem hat. Und dann unterscheidet man noch die Immersion und die Submersion. Die Immersion ist, wenn ich jetzt ins Wasser eintauche, aber mit dem Kopf über Wasser bleibe. Die Submersion ist, wenn mein Kopf auch unter Wasser ist, also wenn die Atemwege durch das Wasser behindert werden. Die Immersion hat natürlich erstmal respiratorisch nicht so viele Probleme für den Menschen, sondern vor allen Dingen durch die starke Wärmeleitung des Wassers die Hypothermie als Hauptproblem für das Opfer. Die Submersion kann durch die nicht mehr freien Atemwege, durch das Wasser, was das Atmen behindert, deutlich schneller zum Tod führen, und da ist eben die respiratorische Komponente das Hauptproblem. Was passiert jetzt pathophysiologisch, wenn ein Patient eine Submersion erleidet? Zuallererst mal versucht man reflektorisch die Luft anzuhalten. Irgendwann wird man dann panisch, man kann nicht mit Luft anhalten, man atmet einmal ein und der Körper merkt sofort, oh, da kommt Wasser, da kommt keine Luft, und er macht einen reflektorischen Laryngospasmus, der in etwa 90% der Fälle eintritt. Das heißt, jetzt ist die Lunge erstmal wieder geschützt, wir kriegen natürlich trotzdem keine Luft in die Lungen und wir schlucken häufig reflektorisch eine ganze Menge an Wasser, das dann in den Magen landet. Erst dann, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr hat, eine Hypoxie erleidet, dann löst sich langsam der Laryngospasmus und es kann auch Flüssigkeit in die Lungen dann gelangen. Puh, so, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was passiert, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt gehe ich morgen hier am Meer entlang und da sehe ich auf einmal eine Person im Wasser, die offensichtlich ein Problem hat. Als allererstes holt man natürlich Hilfe. Weil dem Opfer ist nicht geholfen, wenn ihr hinterherlauft, selbst dann einen Ertrinkungsunfall erleidet und keiner kommt. Das heißt, als allererstes Hilfe holen. Als zweites erstmal versuchen, ohne dass man als Helfer ins Wasser geht, dem Opfer zu helfen. Das heißt, zum Beispiel, indem man ihm schwimmfähige Rettungsmittel zuwirft. Das mag ein Schwimmring sein, das mag aber auch ein Luftballon sein oder so ein Wasserballon sein. Also so ein Ballon, mit dem man am Strand spielt, irgendetwas, was mit Luft gefüllt ist, was ein bisschen Auftrieb hat, oder irgendein Seil, womit man das Opfer an Land ziehen kann. Nur wenn das überhaupt nicht möglich ist und ihr euch das von euren Schwimmfähigkeiten her zutraut, dann kann man versuchen, das Opfer auch aus dem Wasser zu retten, möglichst dann, wenn noch eine zweite Person irgendwie da ist, die das Ganze überwachen kann. Aber unterschätzt eure eigenen Fähigkeiten nicht. Eine Person, die panisch im Wasser ums Überleben kämpft, die kriegt man nicht einfach so aus dem Wasser raus, ohne dass man das vorher mal geübt hat. Zum Beispiel bei der DLRG. Wenn jetzt so ein professioneller Retter dann kommt und den Patienten aus dem Wasser bergen will oder retten will, bergen tut man ja nur die Toten, wenn man eine Person aus dem Wasser retten will, dann sollte man das versuchen, in der Horizontalen zu tun. Warum? Weil durch den Wasserdruck häufig eben noch das Blut im Körper zurückgehalten werden kann und durch die einsetzende Hypothermie oft der Patient dann hypovoläm reagiert, wenn wir ihn eben vertikal aus dem Wasser ziehen und dadurch einen Schock erleidet. Das heißt, möglichst horizontal aus dem Wasser ziehen. Und wie ist denn das jetzt mit der HWS-Immobilisation oder generell mit der Wirbelsäulenimmobilisation? Da sagt man mittlerweile, das kann man eigentlich lassen, es sei denn, der Patient hat eine hochauffällige Anamnese. So, wenn jetzt der Patient gerettet ist, dann gibt es natürlich zwei verschiedene Arten von Patienten. Das ist einmal einer, der noch einen Kreislauf hat, und einmal einer, der eben mutmaßlichen Kreislaufstillstand hat. Reden wir erstmal über den mit dem Kreislaufstillstand, weil das hat man eigentlich relativ schnell abgehandelt. Der braucht natürlich erstmal eine Reanimation und eine hochqualitative Thoraxkompression,
die kann man nur dann machen, wenn man einen festen Untergrund hat. Das heißt, damit gar nicht erst beginnen, dass man das versucht, auf der Luftmatratze im Wasser liegend zu machen, sondern der Patient gehört aus dem Wasser raus auf eine feste Unterlage oder auf einen festen Bootsuntergrund gelegt und dann sollte man mit den Thoraxkompressionen beginnen. Und dadurch, dass bei Ertrinkungsunfällen die respiratorische Komponente im Vordergrund steht, ist eine alleinige Thoraxkompression nicht ausreichend. Das heißt, so ein Patient braucht unbedingt eine Beatmung. Und da reicht auch die Mund-zu-Mund-Beatmung oder Beutel-Maske-Beatmung ohne Sauerstoff am Anfang aus. Der Patient braucht unbedingt Sauerstoff in seinen Lungen und da ist null schlechter als 21% oder Ausatemluft. Und dann reanimieren wir den Patienten und tun das aber eher etwas länger als etwas kürzer, weil die Patienten eben meistens auch hypotherm sind. Und man kennt ja den Spruch, niemand ist tot, bevor er warm und tot ist. Das heißt, das sind Patienten, die häufig dann etwas länger reanimiert werden, die vielleicht auch mit extrakorporaler Kreislaufunterstützung dann eben behandelt werden könnten. Aber das geht jetzt zu weit in die Tiefe. Was machen wir mit einem Patienten, der aus dem Wasser gezogen wird, der noch Kreislauf hat, der also noch atmet? Mit dem Patienten müssen wir erstmal so vorgehen, dass wir ihm ganz viel Sauerstoff anbieten, denn das fehlt ihm ja. Das heißt, der bekommt ein Sauerstoffreservoir auf die Nase oder eine Sauerstoffmaske mit Reservoir auf die Nase und bekommt 10 bis 15 Liter pro Minute Sauerstoff angeboten. Und dann gucken wir mal. Und entweder er verbessert sich durch den angebotenen Sauerstoff sehr schnell oder er verschlechtert sich. Und wenn er sich weiter verschlechtert, wenn er also zunehmend respiratorisch insuffizient wird, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Patient entweder mit nicht-invasiver Beatmung unterstützt wird. Dann ist ganz wichtig, dass er einen hohen Piep hat. Warum, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber häufig brauchen die Patienten gerade nach einer größeren Menge an Wasseraspiration auch eine Intubation und eine invasive Beatmung. Und hier ist wichtig, dass der Patient auch wirklich intubiert wird und dass man gar nicht erst einen supraglottischen Atemweg probiert. Und dass auch jemand intubiert, der das schon mal gemacht hat, also der das kann. Warum ist das so wichtig? Weil wenn man aspiriert hat, eine Menge Wasser aspiriert hat, dann hat man häufig eben sehr viel Schaum im Mund. Man erbricht immer wieder. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass der Patient einen schwierigen Atemweg hat. Und der supraglottische Atemweg kommt deswegen nicht so sehr in Frage, weil dadurch, dass man viel Wasser verschluckt hat, kommt es dazu, dass die Patienten häufig dann noch erbrechen, eben aspirieren und da ist der supraglottische Atemweg natürlich nicht so gut geeignet. Dazu ist es so, dass der Patient meistens relativ hohe Atemwegs- oder Beatmungsdrücke braucht. Warum? Weil der Patient eine schlechte Lungencompliance hat, denn dadurch, dass viel Wasser aspiriert wurde, ist oder wird Surfactant ausgewaschen. Und dadurch, dass Surfactant ausgewaschen wird und dadurch, dass es zu einer Barrierestörung kommt, kommt es zu einem reaktiven Lungenödem, kommt es zu Lungenatelektasen und auch dadurch natürlich, dass Wasser aspiriert wurde, sind manche Lungenanteile einfach blockiert mit Wasser. Das heißt, die Lunge hat eine schlechte Compliance, sie braucht also hohe Drücke, um beatmet zu werden und das geht mit einem supraglottischen Atemweg nicht so gut. Ja, und da haben wir eigentlich auch schon darüber gesprochen, wie wir dann das Beatmungsgerät einstellen. Wir titrieren uns an SpO2 von etwa 95 heran. Also mindestens 95, aber auch keine 100%. Darüber haben wir ja schon mal in anderen Videos auch gesprochen. Und meistens braucht der Patient dafür einen relativ hohen Piep, also einen 10er bis 15er Piep. So, dann haben wir jetzt ja schon mal die schlimmsten Sachen so eigentlich durchgesprochen. Es gibt aber auch noch Patienten, zu denen werden wir gerufen, die sind irgendwie, haben im Schwimmbad sich selbst überschätzt und sind dann kurz unter Wasser gewesen, aber zum Zeitpunkt, wo wir als Rettungskräfte eintreffen, ist der Patient schon wieder vollkommen beschwerdefrei, sitzt da und sagt, was ist denn da los? Ich brauche doch keine Hilfe, ich will hier weiter im Schwimmbad sitzen. Also, worauf will ich hinaus? Das Forum hat einen sehr, sehr interessanten Artikel geschrieben zu beschwerdefreien Patienten und über die Gefahr eines zweizeitigen Ertrinkens. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Gibt es das überhaupt? Oder wurde in dem Artikel von Das Forum sehr schön zusammengefasst, also ein zweizeitiges Ertrinken, das gibt es nicht und generell ist die Mortalität nach überlebtem Ertrinkungsunfall ohne respiratorische Insuffizienz sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, wenn ich jetzt im Wasser beinahe ertrunken wäre, komme aber raus und habe keinen Auskultationsbefund, überhaupt gar keine subjektiven oder objektiven Atemprobleme, dann
kann man auch ruhig nach einem kurzen Beobachtungszeitraum von 2, 4, 5 Stunden den Patienten auch wieder nach Hause lassen. Anders sieht es aus, wenn man jetzt ein klares Rasselgeräusch über die Lunge hört, also wenn man eben merkt, da wird wahrscheinlich schon ein bisschen was aspiriert worden sein, dann kann es schon dazu kommen, dass man eben noch sekundär eine Pneumonie entwickelt. Das sind natürlich Patienten, die eher aufgenommen gehören, und bei Patienten, die respiratorisch insuffizient sind, die also viel Sauerstoff benötigen, da ist die Sache eh klar, die müssen aufgenommen werden und beobachtet werden. Aber ganz wichtig für euch eben, falls ihr mal gefragt werdet, Mensch, wie ist denn das zweizeitiges Ertrinken, wenn der Auskultationsbefund passt, wenn objektiv und subjektiv da keine respiratorische Beeinträchtigung vorliegt, dann kann man da sagen, auf geht's, weiter Urlaub machen. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen ein anderes Setting. Ich hoffe auch, man hat nicht viel zu viel vom Wind gehört. Ich habe mir viel Mühe gegeben, hier den Wind irgendwie zu vermeiden. Mich würde sehr interessieren, was ihr so für Erfahrungen habt mit Ertrinkungsunfällen, ob ihr da vielleicht eigene Erfahrungen habt, ob vielleicht auch manche Leute von der DLRG zuschauen, die sich natürlich mit der technischen Rettung nochmal deutlich besser auskennen. Da wäre ich auf Feedback sehr, sehr gespannt. Ansonsten für alle die noch nicht bei WhatsApp mit dabei sind, unbedingt unseren WhatsApp-Service nutzen. Schaut auf der Webseite nach, da ist es genau erklärt. Wir freuen uns riesig, denn Facebook lässt immer weniger Leute an unseren Videos teilhaben, beziehungsweise die wollen langsam Geld dafür haben. Aber auch wenn ihr bei Facebook zuschaut, unbedingt teilen und liken und natürlich Freunden und Kollegen Bescheid sagen, wenn ihr das mögt, was wir machen. Vielen Dank und bis bald.